Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Das schwarze Auge Drakensang, wo wir es in der letzten Folge tatsächlich geschafft haben, während ich hier so ein bisschen irritiert bin vom Kabel der Kamera, aber das versuche ich in dieser Anmoderation einfach mal zu ignorieren. Aber wir haben es in der letzten Folge geschafft, Weißfell und ihr Wolfsrudel zu bezwingen. Und ich bin in der kleinen Folgenpause zwischen gestern und heute durchaus nicht untätig gewesen und habe ganz fleißig Wölfen die Haut abgezogen und ganz, ganz viele Pflanzen eingesammelt. Und ich brauche dringend so einen richtigen Pflanzenkundler in meiner Truppe, das könnt ihr mir glauben, denn so langsam geht mir dieses Neuladen echt tierisch auf den Sack. Aber wir haben jetzt, um das hier einmal kurz zu zeigen, hier haben wir die Pflanzen jetzt soweit alle weg, hier haben wir alles gesammelt und hier auf der linken Seite auch. Das heißt, es bleibt dann nur noch die rechte Hälfte der Karte über. Wir werden jetzt erstmal gleich dem Kauzenstein Bescheid sagen, wegen dem weißen Wolf, und dann uns aber erstmal so in Richtung der Höhle hier unten bewegen, in der Hoffnung, dass wir, wenn wir den Rakorium retten, weil ich glaube, das hat was mit der Höhle zu tun, die ist nämlich aufgeploppt, als wir die Rakorium-Quest gekriegt haben, dass wir dann vielleicht Zugang zu einem Magiekundigen kriegen oder sowas und den vielleicht mitnutzen können, wenn wir hier oben zum Kahlkopf, zum eigentlichen Räuberlager vorrücken. Vorher gucken wir mal, was diese ganzen Basiswerte, die hier unten stehen, eigentlich im Einzelnen so bedeuten. Lebensenergie. Die Lebensenergie gibt an, wie viele Verletzungen ein Held maximal erhalten kann, ehe er tot zusammenbricht. Es ist leicht, durch Kämpfe, Fallen oder Gifte Lebenspunkte zu verlieren, aber schwieriger, sie zurückzubekommen. Tränke, Heilzauberei, Heilkunde oder eine Genesungszeit sind dafür erforderlich. Die Lebensenergie ist unterteilt in einzelne Lebenspunkte. Astralenergie. Alle magisch begabten Lebewesen verfügen über Astralenergie. Diese Kraft gibt Auskunft, wie viel Magie der betreffende Held wirken kann, bevor sein Potenzial ausgeschöpft ist und er eine Pause beim Zaubern einlegen muss. Die Astralenergie ist unterteilt in einzelne Astralpunkte. Ausdauer. Die Ausdauer zeigt an, wann ein Held außer Atem gerät und wie häufig er Sonderfertigkeiten im Kampf ausführen kann, bevor er ermüdet. Die Ausdauer geht schneller verloren als Lebensenergie, dafür regeneriert sie sich auch schneller wieder. Die Ausdauer ist unterteilt in einzelne Ausdauerpunkte. Magieresistenz. Die Magieresistenz bestimmt, ob ein Held leicht oder schwer zu verzaubern ist, wobei hohe Willenskraft, robuste Konstitution und ein wacher Geist dafür sorgen, dass eher Letzteres gilt. Ausweichen. Anstatt einen Schlag mit der Waffe oder dem Schild zu parieren, kann ein Held auch versuchen, geschickt auszuweichen. Vor allem, wenn keine geeignete Verteidigungswaffe zur Hand ist. Wenn der Ausweichenwert höher ist als die Parade, so wird automatisch anstatt der Parade auf Ausweichen eine Probe gewürfelt. Das ist gut zu wissen. Attacke. Die Attacke ist eine offensive Aktion im Kampf, die mit einer Nahkampfwaffe ausgeführt wird und dazu dient, seinem Gegenüber Schaden zuzufügen. Pro Kampfrunde wird üblicherweise eine Probe auf den Attackewert gewürfelt. Der Wert ist abhängig von der getragenen Nahkampfwaffe und deren genutztem Waffentalent. Also je besser man mit einer Waffe umgehen kann, desto höher ist die Attacke. Parade. Zur Abwehr eines Angriffes wird eine defensive Reaktion, die Parade, im Kampf eingesetzt. Damit versucht der Held, einen gegnerischen Angriff mit seiner eigenen Waffe abzulenken und Schaden zu entgehen. Der Wert ist abhängig von der getragenen Nahkampfwaffe und deren genutzten Waffentalent. Also, je höher das Waffentalent, desto besser die Abwehr. Fernkampf. Im Gegensatz zur Nahkampfattacke kann ein Held auch aus sicherer Distanz in einen Kampf eingreifen. Hierzu wird der Fernkampfwert benötigt, der anstatt der Attacke auf die Probe gestellt wird.
Der Wert ist abhängig von der getragenen Fernkampfwaffe und deren genutzten Waffentalent. Auch hier gilt also wieder, je höher der Wert, desto besser schießt der Held. Und Trefferpunkte. Die Trefferpunkte geben die Höhe des Schadens an, die eine erfolgreiche und nicht parierte Attacke mit der aktuell getragenen Waffe anrichtet. Dieser Schaden wird um den gegnerischen Rüstungsschutz verringert und anschließend als Schadenspunkte von der Lebensenergie des Gegners abgezogen. Das Konzept, das dahinter steht, habe ich in einer der vorherigen Folgen ja schon mal erklärt. Und da gilt auch, je mehr Körperkraft, abhängig von der Waffe, mit bestimmten Waffen ist es leichter, durch eine höhere Körperkraft zusätzlichen Schaden zu verursachen als mit anderen. Wenn du mit einer Axt draufhaust, dann machst du da leichter mehr Schaden, wenn der Hieb wuchtiger ist, als wenn du jetzt mit einem Degen zustichst. Und dann gibt es halt noch so einen sogenannten Körperkraftbonus bei hoher Körperkraft, der dann entsprechend als zusätzliche Schadenspunkte bzw. als zusätzliche Trefferpunkte da dann mit angerechnet wird. So. Das soll es regeltechnisch für heute auch schon wieder gewesen sein. Beim nächsten Mal gucken wir uns hier ein paar von diesen Nahkampftalenten ein bisschen genauer an. So, hier übrigens noch ganz kurz. Na, das nächste Mal beim nächsten Mal. Machen wir beim nächsten Mal. So, jetzt erstmal der Kauzenstein, der ist nämlich da oben. Und dem müssen wir ja Bescheid sagen, ne? Ich stehe in eurer Schuld. Was kann ich für euch tun? Naja, also, ich habe Weißfell erlegt und euch ihr Fell mitgebracht. Ganz hervorragend. Nehmt als Zeichen meines Dankes diese 20 Silbertaler. Und das ist die Gelegenheit, dass ich vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz ein bisschen was zur Währung im Reich des Schwarzen Auges erzähle. Die besteht nämlich tatsächlich aus mehreren Einheiten, die in 10er-Schritten gestaffelt sind. Eine Sache, die zumindest in der zweiten Edition noch gängig war, ob das aktuell noch der Fall ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. In den Spielen wird es aber meistens nicht umgesetzt. Die kleinste Währungseinheit, die es gibt, ist der Kupfertaler. Ja, und 10 Kupfertaler machen einen Heller aus. Und 10 Heller sind dann ein Silbertaler. Und 10 Silbertaler sind dann eine Dukate. Und was Höheres als die Dukate gibt es dann nicht mehr. Das sind so, das ist die... Oder Kreuzer? Taler? Kreuzer? Na, auf jeden Fall sind vier Dinger und die sind jeweils so in 10er-Schritten. Ne? 10 von dem einen machen 1 von dem nächsten. Ist eigentlich relativ einfach zu errechnen. Aber die kleinste Währung, die wird oft rausgelassen. Das kleinste in den Videospielen ist meistens der Heller. So, dann gucken wir mal kurz. Wir haben ja jede Menge Zeug, das wir theoretisch verkaufen könnten. 7 Zunderschwamm sind 1 Dukaten, das ist ganz schön viel. Aber viel interessanter ist hier diese ganzen Fellfetzen und die Wolfspfoten. Die Wolfsfelle, 2 Dukaten, 4 Silbertaler. Ja, dabei belassen wir es erstmal. 17 Dukaten haben wir jetzt. Okay, speichern. Jetzt stehen wir hier schon wieder neben dem nächsten Kraut. Das ist ja, das ist so unglaublich. Ich versuch's. Ich nehme euch mit auf meine wehleidige Reise. Oh, habe ich nicht mit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Nach erfolgreicher Wolfsjagd bekam ich von Jäger Kauzenstein meine Belohnung. Schön. 491 Abenteuerpunkte. Das heißt, unsere gute Sinway-Schlagrecht ist ganz kurz davor, auf Stufe 2 aufzusteigen. Und auf Stufe 2 aufzusteigen würde ja bedeuten, dass ich hier in Pflanzenkunde 2 zusätzliche Punkte verteilen kann. Ja, dann sind wir auf 5. Dann sind wir auf 5. Dann ist das nicht mehr ganz so furchtbar mit dem... So, was haben wir da? Wildschwein. Wildschweine sind weit verbreitet in den Wäldern des Kosch. Sie sind Allesfresser und können auf Menschen aggressiv reagieren. Obwohl sie eher klein sind, können ihre Hauer unangenehme Wunden schlagen. Scheint unsere nächste große Herausforderung zu sein.
Ich mach das schon. Wobei ich nicht so ganz verstehe, wieso auf einmal Sinway da die Führung hatte. Meine. Gleich noch ein Buchschlag, bitte. Sinway. ...499, original, ein Punkt, der da noch fehlt. Okay, Ulana. Zeig uns, was du kannst. Das war so klar. Das war so klar, dass das eine Aktion ist, die hier wieder in einem Fehlschlag endet. Oh, 1500 braucht Ulana, ne, für Stufe 3. Beziehungsweise, halt, Tier-Dings könnte ich ja bei ihr noch erhöhen, ne? Sogar, das würde ja gehen. Das würde ja sogar gehen. Sehe ich das richtig, dass es zu diesem Gipfel da, zu diesem Kahlberg, dass das extra eine neue Region ist da im Norden? Oder wie habe ich das Ganze zu verstehen? Weil wir sind ja schon relativ im Norden hier, ne? Ich helfe. Ich gucke gleich nochmal auf die Karte. Ich muss das gleich nochmal in aller Ruhe überprüfen. Hier, das da, der Kahlkopf. Wir bleiben hier mal am Weg. Da ist ein Einbärenstrauch. Amazone voraus. Mach bitte einen gezielten Schuss auf das Reh. Das ist nicht so schwer. Geht nicht. Okay, das heißt, ich kann keine Rehe jagen. Doof. Eigentlich, ich wollte es eigentlich auch nur machen, in der Hoffnung, dass das der eine Abenteuerpunkt ist, der Sinway noch fehlt, damit ich Pflanzenkunde noch hochschrauben kann. Bevor ich mich mit dem Scheiß auseinandersetze hier. Aber vielleicht lasse ich diese Kräuter einfach nochmal Kräuter sein jetzt für einen Moment und mache das wieder offscreen. Das dauert halt nur so lang, ne? Ich nehme die Sache in die Hand. So, schauen wir mal. Muss das dann halt alles nochmal ablaufen. Da ist die Höhle. In Ordnung. Aber da unten haben wir noch ein Wildschwein. Zum Angriff! Für die Königin! Für Rondra! Ups, Wunden! Einer deiner Helden hat soeben eine Wunde erlitten. Neben körperlichem Schaden, der einen Abzug an Lebensenergie nach sich zieht, entstehen Wunden. Wenn einer deiner Helden auf einen Schlag mehr Schadenspunkte erhält, als er Konstitution besitzt, erhält er eine davon. Einige Sonderfertigkeiten richten darüber hinaus zusätzliche Wunden an. Insgesamt kann ein Held 4 Wunden verkraften, bevor er dem Tode nahe zu Boden geht. Jede Wunde hat zur Folge, dass Attacke, Parade, Fernkampf, Ausweichen und Gewandtheit um 2 Punkte sinken. Ein hoher Wert in Selbstbeherrschung ermöglicht es, eine modifizierte Probe zu schaffen, um diese Einbußen zu ignorieren und erst gar keine Wunde entstehen zu lassen. Wunden müssen gesondert geheilt werden. Sie regenerieren sich nicht automatisch. Nutze hierzu die Utensilien Einfacher Verband, Heilsalbe oder Würselkraut in Verbindung mit einer Talentprobe auf Heilkunde Wunden. Der Zauber Ruhe Körper, Ruhe Geist heilt langsam im Schlaf. Der Zauber Balsam Salabunde hingegen heilt Wunden sofort. Aber nur, wenn man nicht mehr Wunden hat, als der Modifikator beträgt.
Mit Modifikator 2 kann man zum Beispiel eine oder zwei Wunden heilen, aber ab 3 Wunden ist man vollkommen machtlos. Bei den schwersten Fällen oder schwachen Zauberern hilft jedoch ein Geweihter. Diese ekelhaft mistigen Viecher. So, wer kann denn jetzt von euch am besten Heilkunde wunden? Hier. Amazone voraus. Ich möchte, dass du bitte Sinways Wunde versorgst. Und so beginnt es bedauerlicherweise erneut. Kann nicht wahr sein hier. Amazone voraus. Speichern und dann bitte die Wunde versorgen. Das ist die Frage, wie hoch ist denn der Modifikator? Erschwert um 0. Sie ist nur einfach völlig damit überfordert. Wieso hast du denn so einen hohen Heilkunde-Wundenwert und deine entsprechenden Eigenschaften nicht gut genug sind, um so eine einfache 0815-Kack-Basiswunde zu heilen? Meine Güte! Das kann doch jetzt nicht so schwer gewesen sein. So, speichern. Die Wildschweine lasse ich hier auf jeden Fall nicht einfach so liegen. Und dann werden wir gleich Sinways Pflanzenkundewert auf jeden Fall erhöhen. Damit ich dann zwischen dieser Folge und der nächsten die ganzen Pflanzen hier in der näheren Umgebung wieder einsammeln kann. Schon geschehen. Ich brauche unbedingt einen Jäger oder sowas in meiner Gruppe. Wo ist Araka, wenn man sie braucht? Diesen aktuell auf meinem Charakter wirkenden Statuseffekt, kann ich den irgendwo einsehen, was genau Regeneration bewirkt gerade? Oder steht der da einfach nur und ich muss halt einfach davon ausgehen, dass das irgendwas ist, was... Alle mal hergehört. Ich kann auch nicht mit Rechtsklick drauf, das bringt überhaupt gar nichts. Tja, man weiß das nicht, ne? Kann ich eigentlich einfach so mal so aus... Ich nehme die Sache in die Hand. Ich könnte. Gute Entscheidung. Warte mal. Nee, die haben da schon was an, ne? Ich wollte es auch nur einmal ausprobiert haben. Ich nehme die Sache in die Hand. So wegen Outfit, ob man die Outfits sieht oder so. Das hatte mich jetzt mal interessiert. So, ist jetzt nicht die Welt, aber ist auf jeden Fall schon mal besser als vorher. Amazone voraus. So, dann laufen wir hier das Gebiet kurz ab. Hier ist noch jede Menge Zeug zum Einsammeln. Guckt, seht euch das da oben auf der Karte an. Da wird Sinway offscreen gleich einiges zu tun haben. Aber vorher gehen wir in die Höhle.
Da wird nämlich der Bär drin sein. Dann brauche ich da auch noch gar nicht weiter gucken. Feuerfliegen. Das sind Feuerfliegeneier. Das ist doch bestimmt auch noch für irgendwas relevant dann. Jetzt erstmal hier. Sinway, komm ruhig näher. Gute Entscheidung. So, und hinein. Der alte Stollen. Ein merkwürdig ausschauender Felsen. Was bedeutet das? Da geht's wieder raus. Wir müssen schon hier oben weiter. Es gab sogar netterweise ein Autosave für uns. Aber wir sind mal schön vorsichtig beim Erforschen hier. Deswegen habe ich jetzt auch mal auf Gehen umgeschaltet. Und weil ich finde, dass das Laufen hier drin echt merkwürdig aussieht. Da ist eine Falle, okay. Wieso ist da eine Falle? Da, Krähenfüße. Okay. Aber ich habe ja keine Möglichkeit, die irgendwie zu umgehen. Ich muss die auslösen, ne? Zumindest solange ich keine Fallen entschärfen kann. Oder ich gehe da halt nicht lang. Aber ich habe auch keinen Trainer, der mir das beibringen kann, Fallen zu entschärfen. Guck gerade, was da hinten noch so kommt. Zwei merkwürdig aussehende Felsen. Wenn wir hier dann weitergehen, bitte sag mir nicht, dass da die nächste Falle ist. Amazone voraus. Wird gemacht. Ich mach das jetzt einfach auf Risiko hier. Ja, im Zweifelsfall ist es halt ein Fehlschlag. Dann habe ich halt ein paar Gegenstände verschwendet. Steine. Nichts als Steine. Ein gescheiter Kampf wäre mir lieber. Das sind. Der hat doch mit den Steinen hat das doch irgendwas auf sich. Haarnadel und Würselkraut, das sind beide Sachen, die können an Sinway gehen hier. Ich nehme die Sache in die Hand. Döns kann sie nehmen.
Alle mal hergehört. Wieso sind die einfachen Verbände eigentlich schon wieder nicht mehr in ihrem Quickslot? Was hat das damit auf sich? 6 plus Bonus 1 erschwert um 0 und sie verkackt trotzdem, ne? Warum auch immer wir verwunden heilen Charisma brauchen, verstehe ich nicht. Das würde ja bedeuten, dass Sinwe da wahrscheinlich deutlich besser drin ist. Beziehungsweise... Oh, Entschuldigung, da muss ich kurz niesen. Ich mach das schon. So. Ich glaube, das dauert jetzt einfach ein paar Sekunden, bevor man hier wieder eine Wunde heilen darf. Und dann würde mich natürlich interessieren, was in dieser Truhe drin ist. Und jetzt habe ich endlich eine Gelegenheit, das organisch hier in irgendeiner Art und Weise in das Let's Play mit einfließen zu lassen, dass man mich vor ein paar Folgen darauf hingewiesen hat. Und ich zeige es euch einmal kurz. Ich versuche jetzt mal, diese verschlossene Truhe zu öffnen. Oh, misslungen mit Malus 10. Das hat damit zu tun, Sinwei hat hier beim Schlösseröffnen einen Malus von 10, weil sie tatsächlich mit ihren Fingern versucht, da in diesem Schloss rumzuprokeln. Ich hatte mich auch schon gewundert, wieso trotz erfolgreicher Schlösseröffnenprobe diese Verbrauchsgegenstände, diese Haarnadeln da überhaupt nicht weniger werden. Ja, das liegt daran, weil ich sie halt nicht benutze. Die müssen hier unten einmal reingelegt werden. Amazone voraus. Und dann können wir es nochmal versuchen. Und dann kriegt sie das auch relativ einfach auf. Schön, ne? 2 Silbertaler, 2 Heller, 2 Knüppel und ein Wolfsfell. Ich hätte das jetzt gerne hier beim Verteilen schon irgendwie sortiert. Hier, komm, gib ihr auch einen Knüppel ab. Einfach so, damit sie einen Knüppel hat. Das Wolfsfell geht an sie, weil sie diese Sachen eigentlich immer mit sich rumschleppt. Gullmondblätter und Würselkräuter haben wir echt viele dabei. Okay, jetzt würde mich interessieren, ob der Tunnel hier sich mit dem trifft. Oder wohin das Ganze hier noch führt. Gucken wir erstmal hier hinten um die Ecke, wa? Ein paar Minuten haben wir ja noch, im Zweifelsfall. So, Falle. Natürlich. Und gleich 2 Wunden. Cool. Dann lasst uns kurz gucken, was hier hinten noch kommt. Ob es das Ganze auch wert ist. Da ist Erzmagier Rakorium. Scheiße. Das ist es also durchaus wert. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich lernen, wie man Fallen findet. Fallen entschärfen. Das Talent brauche ich. Ich weiß noch nicht, wo ich es herkriege. Ja, doof. Gut, dann muss Rulana jetzt, Sinwei so tapfer sein und die Falle auslösen. Ich nehme die Sache in die Hand. Und Rulana muss sie dann heilen. Da haben wir aber jetzt natürlich, dadurch, dass wir das alles tanken müssen, eine Menge an Verbänden verloren. Da müssen wir, wenn wir ins Lager zurückkehren, einiges nachkaufen. Aber wir haben Rakorium gefunden. Und das werte ich an dieser Stelle einfach mal als Erfolg. Ich bin gespannt, was der alte Zauselkopf uns noch so zu erzählen hat. Und das erfahren wir dann gemeinsam in der nächsten Folge von Drakensang. Ich hoffe,
ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.